So, hallo und herzlich willkommen zurück. Jawohl. Wir haben wohl keine Wahl. Wir müssen das Paket kriegen. Ja, wir haben keine Wahl. Ihr müsst liken, abonnieren und kommentieren. Denn erst dann bin ich zufrieden. Wäre nett, ne? War übrigens Spaß. Wäre aber nett. Sagt neue Ausrüstung. Sie ist leicht, das ist schon mal gut. Nehmen wir die? Erstmal nicht, ne? Da. Ledersack. Gibt's hier noch mehr? Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Es gibt nichts Schöneres, als in einem dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Du bist wohl ganz in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Ich hab doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Also Triss ist eine Fotze. Ihr habt es selbst gehört, Mann. Meinen Gruß, Zauberin. Die mögen Meinen wir auch Gruß, nicht. Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. So, gibt's ein Problem? Ist das ein Problem? Beim ewigen Feuer, nein. Ich bin nur überrascht. Gemeinsam erledigt ihr sicher alles doppelt so schnell. Ihr seht wie echte Experten aus. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss. Du und Brandon hier. Habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon & Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. An die Arbeit. Na dann. Oh nee, wir hätten die Hälfte im Voraus nehmen können. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Na gut. Ah. Ah. Pirat, hey, wo willst du hin? Der Lagerhausauftrag wartet nicht, weißt du? Der Hexersinne, da. Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber... Boah, lol, Triss. Dass er gar nicht gefallen stand. Du bist immer unsympathischer. Triss. Ey, wegen sowas magst du den nicht. Vom Falschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Alter, also es ist halt, ne, ihr wisst warum. Ich will's nicht immer wiederholen. Es ist immer dieselbe Beleidigung. Das ist... Sie guckt die Leute mit anderen Augen an. Uns natürlich auch. Deswegen findet ich sie einen glaube, fetten hässlich. Alle Löcher verstopft. Ne? Weil schön. Dann gibt es jetzt ein magisches schon, Feuerwerk. Ich wenn ich den... Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Boah, schön romantisch. Meisterlicher Wurf. Wenn das leider halt ein anderer Char wäre. Niemand gesehen, wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Bist du das oder tust du nur so? Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagierte. Wir kommen die, ne? Wir mögen die nicht. Gesunde Einstellung.
gibt bessere. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen würden. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß, aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Vielleicht hast du recht. Du magst recht haben. Das weiß wohl nur er. Nur wir selbst kennen die Wahrheit über uns. Und manchmal teilen wir sie mit unserem Leben. Auch wenn sie eine bittere Pille ist? Auch dann. Wer weiß. Vielleicht irgendwann. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Ist sie jetzt eifersüchtig? Es geht dir gut. Es geht dir gut. Das ist gut. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Oh nein. Das ist wie traurig. Schaut, sie weint. Mach nur Spaß, ne? Sieh an, sieh an. Mach nur Spaß. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Ja. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Tja, da musst du dich jetzt von deinen Freunden trennen. Bei dem Geruchssinn hättest du dich dünne machen sollen, solange du konntest. Ich mach mich eigentlich nicht dünne. Und was du tun solltest, bezahlen und deine Jungs hier wegbringen, solange du kannst. Lächerlich. Ich habe keine Zauberin angeheuert, um sie zu bezahlen. Hör auf mich, Mutant. Wenn's dich nichts angeht, dann halt dich raus. Danke für den Rat. Leider kann ich ihn nicht beherzigen. Gut, wir haben's besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber denkt dran. Ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Alter, wir holen uns unser Geld gleich. Verschone dich nicht. Die Musik halt noch, ne? Bis zur letzten Sekunde. Lol, das war's schon. Komm, du darfst ihn machen. Schaffst du den? Triss? Komm, du schaffst den. Oh, sie ist halt Level 1. Triss, du bist nicht Level 1, oder? Komm schon, Triss. Sie ist Level 1. Oh nein, du hast es gleich. Okay, wir schreiten ein. Sie hätte es bestimmt geschafft, oder? Ja, egal. So. Er hat mich angeheuert, in der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Reingelegt wie ein Kind. Wärst du nicht gewesen? Wir müssen Brandon finden. Und dreimal gelbes Schwert. Sehr, sehr schön. Es ist sogar gut. Nee, warte, das eine nicht. Tja. Nee, es ist Schrott. Das, was wir haben, das wird nicht so schnell ersetzt. Weil das hat die bestmöglichsten, wie heißt denn das? Die Stats, ne? Die Stats drunter, unter dem Schaden, das sind die besten, die man haben kann. Und auch noch komplett Max-Roll, also. Also wirklich wie ein Gewinn im Lotto. Aber ja, es ist halt nur ein Level 8er Schwert. Keine Ahnung, ob wir nochmal so viel Glück haben werden. Also nun? Ich denke, es ist rare, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Töte mich nicht! Guter Herr, bitte! Töten den, wenn wir die Option haben. Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht. Warum warst du dann eben so frech? Du hättest einfach sagen können, tut mir leid, du hättest gehen können. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort.
Gut, euer Geld. Und jetzt zisch ab. Oh, schade. Danke, Geralt. Schon gut. Schon gut. Ich helfe immer gern. Ja. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. Ja, bis später. Danke für alles. Bis dann, Triss. Bis dann. Wo finde ich dich, wenn ich dich brauche? Ich wohne in den Scherben. Geh den Hügel hinauf, vorbei am Fischmarkt. Schau mal vorbei. Wir sehen uns. So. Corinne Tilly. Er ist ein Schmied. Ne, wir sind ja noch genug. Warte, wie viel Geld haben wir bekommen? Steht das jetzt noch? Toll. Wir haben gar nichts bekommen. Mann. Im Leben muss man was riskieren und nicht einstecken. Verpiss dich, Arschgesicht! Verpiss dich, Arschgesicht! Ja, Mann. Hilfe! Rette mich! Ich sterbe. Oh, was? Komm hier. Hast du mal eine Krone? Ja, hab ich. Hast du mal eine Krone? Aber leider ist die Option nicht da, um sie dir zu geben. Wie kommt man da rein? Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkher. Von den de Jonkhers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Corinne. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Warum interessierst du dich für Geschichte des Hauses? Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen gibt es? Oh, verschiedene. Gekicher nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. What the fuck? Weshalb stehst du hier? Ja, das willst haben wir. Du nicht selber sehen, was drin ich glaube, wir müssen erst geht. Die Option ganz unten nehmen, ja? Dann Geister die zweite. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht, dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist? Es ist halt mittlerweile Folge 35 oder so. Werden. Aber gut, wir machen das in Zukunft so. Darf ich rein? Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von auch mir. Noch, ja, ja, und auch noch Teil 3, by the way. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Ja, ja. So. So, erstmal looten. Denn dafür sind wir hier. Stahlbarren. Knödel. So. Bin die Träumerin. Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Oh, oben. Ein Moment. Ich habe hier zu tun mit wichtigen Dingen. Gott, was geht da vor sich? Okay. Lol. Ein Teufel. Alter.
Alter, wenn du so schläfst, dann kein Wunder. Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf. Die Puppe. Der Dachboden. Na schön. Mal auf dem Dachboden nachsehen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Was? Halt. Geh weg. Tu das nicht. Lass das. Alter, die... Also sie müssen mich nicht bezahlen, ne? Ich habe hier schon genommen, was ich brauche. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Na da. So, hier hoch. Ich kann es halt nicht lassen, ne? Wir müssen alles looten. Komm. Was ist das? Soll ich das kaputt machen? Ja. Es ist halt überall nur Loot. Okay, das Looten lohnt sich. Papier, auf das hastig ein Kinderbett gemalt wurde, anscheinend von einem Kind. Im ersten Stock stand eine Wiege. Was wohl passiert, wenn ich Looten da eine Puppe reinlege? So. Unten, ne? Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Was war das hier? Oh. Ich finde heraus, warum die Tür zugefallen ist. Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Bildnis eines Ofens. Gut, dass er das entschlüsselt hat. So, zack. Da, Ofen. Ist das... Nee. Das ist eine Bank. Okay, der ist anscheinend unten. Zack, zack. Wir nehmen alles mit, Leute. Wir sind schamlos. Das ist leider so. Hab ich dich erschreckt? Ist das Hansis Schwester? Stimmt. Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Alter. Das ist kein Spiel. So wie du spielst, ist es nur für dich lustig. Weil du ein Langweiler bist. Ihr Menschen seid alle Langweiler.
Das ist gerade ein Interview mit dem Teufel. Und lässt sie nicht aufwachen. Höchstpersönlich. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Da muss ich dich rauswerfen. Also, ich hab's nett versucht, aber du willst ja nicht. Und was willst du machen? Dich töten. Wie wär's mit einem Hauch von Klette? Den Geruch könnt ihr Göttlinge doch nicht leiden. Du bist doof. Und ein Schwein. Du bist doof. Und ein Schwein. Besorge Kletten. Okay, wir machen das wirklich. Also das Ding ist der Teufel selbst, ne? Also das Ding ist ein Teufel. Was es macht, wie es redet, die Moralen alles. Wir dulden sowas nicht. Als Hexer. Also wir dulden sowas allgemein nicht. So. Was haben wir denn hier? Warte. Das rote ist von dem von der Wand. Fluren. Das ist also alles alt. Wer weiß, was da war. Das ist eingestürzt. Oh, das ist so schlecht. So, bin gleich wieder da. Aber nicht zum Spielen. So. Ich meine, wir haben ja schon die Bezahlung angenommen. Das, ne? Zweite Schwert ist es für den Notfall, falls das. Nein. Das zweite Schwert ist für Menschen. Und Hexer, was hast du erfahren? Und vor allem, was konntest du klären? Ich brauche Kletten. Das Haus ist nicht verflucht. Es hat nur einen Bewohner. Ein Göttling. Was zum Teufel ist ein Göttling? Eine Postkonjunktionskreatur. Macht gerne Unfug. Unfug nennst du das? Es dürfte mir den Verkauf ruinieren. Ich kann versuchen, ihn auszuräuchern. Mit Kletten. Machen wir. Übrigens, nein, ich suche gar nichts, Alter. Doch, wir suchen Kletten. Übrigens, wir speichern mal kurz. Ich will was ausprobieren. Wir wissen es bereits, wir machen es trotzdem. Also wir haben jetzt diesen Trank genommen, ja. Gorgobsud, haben deswegen 70 Gift bekommen. Haben wir gespeichert. Haben 70 Gift bekommen. Und Vorteil ist, dass wir... Ne, dass wir, warte, wo ist das? Genau, dass wir plus 1 von den Tränken da bekommen haben. Also Donner und Scheibe. Das Ding ist, wenn wir die nehmen jetzt, sind wir vergiftet. Genau. Heißt, dieses Gorgo-Ding ist voll useless, oder nicht? Keine Ahnung. Spiel laden. Ich finde das irgendwie dumm. Den Trank. Ich wollte nur gucken. Wir packen den auf jeden Fall kurz weg. Der Geralt sieht aber lustig aus. Wie so ein alter Mann. So ein alter, weiser Mann. So.
Wir wechseln das auf jeden Fall aus. Nee, das nicht. Katze wollen wir. Katze ist gut. Diese Jugend heutzutage. Alle weichen der Birne. So, warte, was? Ist denn hier richtig? So, wir looten uns einfach Klette. Ist sinnvoller, ne? Okay, doch nicht. Kein Nachlass und bar auf die Kralle. What? So, hallo. Sei gegrüßt, junger Mann. Dein Haar mag grau sein, aber dein Gesicht und dein gerader Rücken künden von deiner Jugend. Hallo, was verkaufst du denn? Kräuter, junger Mann. Ich habe alles, was in dieser Gegend wächst. Du würdest staunen, was für nützliche Pflanzen es hier am Straßenrand gibt. Nicht allzu sehr. Wolfsbann zum Beispiel. Blüht hübsch, lindert Schmerzen. Aber mit einer einzigen Handvoll kann man eine ganze Familie vergiften. Eine sehr nützliche Pflanze. Ja, was würdest du sonst noch empfehlen? Sieh dich um, junger Mann. Du scheinst dich auszukennen. Da zeige ich dir auch meine Spezialvorräte, die ich unterm Tresen habe. So, lass mal sehen, was du anzubieten hast. Vielleicht hast du die Kräuter, die ich brauche. Questgegenstand. Ach, Kletten. Das wollen wir auch kaufen. Zack. Was ist denn das alles? Verbesserter Vollmond. Nicht schön. Weiße Möbel. Verbesserte Schwalbe. Nehmen wir. Okay. Geil. So. Also wir können von ihm Fell kaufen für 200 Kronen das Stück, aber unser Fell will er nicht kaufen. Ja, und die Ringe verkaufe ich nicht, ey. Die lassen wir mal noch. So. Manuskripte. Wir gucken mal. Der Kerl sieht so lustig aus, ne? Boah, seine Füße. Seine Hände auch. Er ist voll, völlig behaart. Okay. Alchemie. Oh, das ist interessant. Erhöht das Gewicht. Aber dafür 70 Vergiftung. Heißt, wir sind dann immer vergiftet, wenn wir das nehmen. Das ist gar nicht so schlecht irgendwie. Ja? Warte, das ist gar nicht so schlecht. Für den Fall, dass wir mal voll sind. Wir stellen das mal her. Ich hoffe, dieses Biesmutagen. Das ist... Wir, ja, ne? So. Wir stellen das mal her. Feinden zugefügter Schaden regeneriert Vitalität. Wow. Okay, also manche Tränke sind echt gut. Jetzt brauchen wir diese Schwalbe gar nicht mehr. Oder? Verbesserter Donner, hä? Oh. Oh, verbesserte Tränke. Oh, ein Triagen irgendwie. Verbesserte Schwalbe. Beschleunigt die Regeneration der Vitalität. Wenn der Schaden erlitten wurde, dann setzt die Regeneration der Vitalität 2 Sekunden lang aus. Okay. Wir stellen es einfach mal her. Maximale Vitalität. Nee, das gefällt mir nicht.
Oder? Nee. Warte. Ausschüttung von Adrenalin. Also das, was wir eben hergestellt haben, das fand ich sehr gut. Charakter, nein. Inventar, so, da ist es. Das fand ich sehr gut, das eine. Feinden zugefügter Schaden regeneriert Vitalität. Oh, 10% Vitalitätsabfall. Wir gucken mal kurz. Das ist für den Fall, falls wir voll sind. Dann nehmen wir das einfach. Und können dann mit vollen Taschen rennen. Obwohl Kapazität 20. War klar, es ist scheiße. Hätte schon mehr sein können. Wir nehmen das mal kurz. Was passiert denn jetzt? Oh, aktuelle Vergiftung. Na gut. Reicht das? Ja. Tee. Ich dachte kurz, wir... Keine Ahnung. Weiß nicht, was ich mir dachte, aber ja, es passt perfekt. So. Schrecklich blass bist du. Meine Verehrung? Wer sagt das? Du? Meister? Jawohl, Meisterin. Hm. Mann, oh! Für ein Hundeleben. Du bist Chase. So. Der Fackel in der Hand vor allem. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig, Wirtschaft. Ja, ja, du Reicher, du. Können wir springen? Sag bitte ja. Ja. So. Du Teufel. Du wolltest es ja nicht anders. Wir brennen die Kletten. Mit Igni oder was? Und tschüss. Tschüss. Du Schwein! Willst mich ersticken, du Depp, du Trottel! Und verbrennen. Das macht auch mal jemand mit dir! Halt's Maul, du bist ein Teufel. Nimm das blöde Haus doch, du Klettenkasper! Ja, verpiss dich. Das ist halt ein Teufel, Mann. Sie gibt Leuten Albträume. Mein Gott, ey. Ich hätte dich schon getötet, ne? Wenn die Option da wäre. Ich verstehe das nicht. Hättet ihr Mitleid mit dem Teufel, wenn er als Kind verkleidet wäre? Keine Ahnung. Ich nicht, ne? So, warte, ich bin der Träumer. Wir sind hier der Träumer, ey. So, hallo. Problem gelöst. Teufel verbannt. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real. Und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ja, ich Geld. Suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Jawohl.
Triff Corinne im... Der Geralt, wie... Wieso fällst du da immer hin? Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Ich habe ein paar Kletten verbrannt. Der Gatling ertrug den Geruch nicht und floh. Corinne ist einfach aufgewacht. Das Haus ist wieder in Ordnung. Wunderbar. Allerdings haben die Vorfälle mir das Haus vergällt. Ich verkaufe es. Deinen Lohn habe ich nicht vergessen. Du bekommst eine ansehnliche Kommission, sobald ich es los bin. Schau hin und wieder rein und frag. Die De Jonkers halten stets ihr Wort. Danke. Also wenn du es verkaufst, wäre das, glaube ich, gar nicht nötig gewesen. Ist es für den Notfall, falls das erste bricht? Sehr klug. Weil vielleicht hätte das Ding ja die neuen Bewohner gemocht. Egal. Oder... Ach, ich verstehe hier gerade gar nichts mehr. Das war's jetzt schon mit der Folge, Leute. Bedanke mich fürs Zusehen. Lasst ein Like da, abonniert, kommentiert. Und passt auf euch auf.